Moin Moin Leute, und willkommen zum zweiten Spieltag der Online-Liga mit Kaiserslautern. Ja, heute geht's gegen die guten St. Paulianer, gegen die Rostock in Real Life auch spielen muss in der zweiten Liga. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aber jetzt waren wir hier erstmal mit Lautern. Den nächsten Sieg einfahren und da ist das 1-0. Nach 3 Minuten Rotondo. Sau stark, es geht schon gut los für uns. Und der Betzen brennt auf jeden Fall, Leute. Gegen St. Pauli kann er auf jeden Fall schon mal brennen. Ey, er stellt seinen Körper rein. Ah, schade, Mann. Ich habe einen Wurf, Schiri. Stark gesehen. Flanke kommt gut. Ah, der Ball wird abgefälscht. Ich freue mich schon auf das Rückspiel gegen St. Pauli. Da spielen wir im Millern-Tor. Oder besser gesagt am Millern-Tor. Auf jeden Fall auch sehr interessant wären, die Lautner Fans mit nach Hamburg zu nehmen. Also es ist, glaube ich, immer eine Ehre, auf dem Betzenberg zu spielen, Leute. Aber es ist ein geiles Stadion auf jeden Fall. Ist bloß schade, dass es hier im FIFA nicht gibt. Aber egal, wir probieren hier weiterhin unsere Partie aufzuziehen. Mit dieser Flanke und dieses Tor. Elias Huth 2-0. Jawohl. Stark, Mann. Oh. Da sind wir, da machen wir den Fehler und wir haben wieder Glück. Oh mein Gott. Mehr als Glück kann man jetzt nicht haben hier als in dieser, ja, guten An, ja gut, Anfangsminuten kann man jetzt gar nicht so wirklich mehr sagen. Da laufen sie sich entgegen und da wir machen das 3-0. Elias Huth 3-0. Oh, da findet er die Lücke und da ist ja 3-1. Burgstaller. Im Feld auf. Immer beim 3-0 kriegen wir immer gegen Tor. Aber auf zweiter Pfosten. Und der Ball senkt sich nicht runter. Stojanovic, der ist nächste Saison leider nicht mehr bei St. Pauli. Ist ein guter Keeper auf jeden Fall. Hat St. Pauli ebenfalls auch geholfen. Da ist Schweiz schon. Aufpassen. Ah. Kann es vielleicht mal ein bisschen schnell gehen hier. Ah, da wollten wir hochgehen. Auf Rotondo raus, aber hat leider nicht so geklappt. Und seiner Pass kommt hier ebenfalls nicht durch. Hat der wieder schneller seinen Körper gut rein. Ah, jetzt hat es kurz.
kurz ganz toll gelebt. Der ist durch. Und er ist durch. Er ist durch. Und macht das 3-2 nicht. Ich habe ihn schon drin gesehen. Die St. Pauli-Fans sind auf jeden Fall da. Man hört sie. Im Gegensatz zu meinen Fans macht St. Pauli mehr Stimmung. Was ich irgendwie nicht verstehe. Nee, ja, Ecke. Ecke. Oh, die kommt ganz gut rein und da ist Stojanovic. Ich sag's noch, Leute. Er ist ein guter Keeper, Mann. Was war das bitte gerade für eine Parade auch von ihm? Aber jetzt auch für. Da ist das Ding. 4-1. Richtig, Mann. Ach, da hat er gut aufgepasst. Ah, oben aufpassen, aber auch in der Mitte aufpassen. Aber er spielt sich gut aus. Flanke kommt, Flanke kommt. Oh, aber Quahin kommt nicht ran. Damit gibt es auf der anderen Seite Einwurf für St. Pauli. Und St. Pauli hier fast mit dem Fehlpass. Der Schiri pfeift jetzt ab, Leute, und wir sehen uns gleich wieder. Wir starten mal rein. Wieder mit der 3-Toren-Führung. Und jetzt hört man auch meine Fans wieder. Oh, wir haben schon eine gelbe Karte, fällt gerade auf. Echt aufpassen, sonst kriegen wir so wie Frankfurt eine rote Karte. In der letzten Partie, in der letzten Episode, wo wir gegen Frankfurt gespielt haben, Leute. Aber wie gesagt, die Folge kommt zuerst hoch mit Frankfurt. Und da ist, oh mein Gott, im Liegen trifft er den Ball perfekt, Mann, und haut ihn fast rein. Aber ich brauche eine Zweibewegung machen. Und das war richtig Müll, was wir hier. Aus dieser Chance machen. Und wieder machen wir nichts aus dieser Chance. Schade. Und da müssen wir echt aufpassen. Nein. Genau deswegen. Da ist das 4-2. Ai. Ey, aufpassen hier. Stark, Sherry. Oh, der Pass kommt nicht durch. Schade. Oh, das ist wichtig. Ah, noch nicht mal aus. Glück gehabt für ihn. Oh, sehr stark, Mann. Rotondo. Rotondo 5-2. Elias Huth. Macht das Ding.
Und da ist das 6-2. Cesar macht's. Und 7-2. Pfostenglück. Sima macht's. Jetzt können wir uns eigentlich zurücklehnen. Nehmen noch mal das Vorbild gerne mit. Jetzt machen wir hier den Fehler. Wir gehen halbwegs wieder aus, oder auch nicht. Ja, jetzt haben wir ihn. Was ist das? Oh mein Gott. Das leckt gerade sowas von. Warum ausgerechnet jetzt? Alter, es kann nicht wahr sein. Jetzt. Ey, jetzt geht's hier alles nach Hause. Ist jetzt wieder gut? Ich hoffe mal. Alter, ist das wirklich. Mann, ey, jetzt sind so ein. Langer Ball, Mann. Das ist. Kein Abseits. Lol, ich hätte mit dem Abseits gerechnet. Das ist Elfmeter. Gelb, nur gelb und noch nicht mal 11 Meter. Ey, es kann wahr sein. Ich dachte jetzt echt ernsthaft 11 Meter, Mann. Jetzt wollen wir es echt provozieren mit dieser gelb-roten Karte. Och, komm. Der Ko Schuss kommt nicht durch und dann nicht mal. Ja. Schade. Aufpassen. Jawohl. Und jetzt läuft da unten. Flanke kommt. Ich hätte einfach laufen müssen. Ganz klar laufen. Alter. Das Ding ist auf jeden Fall durch. Wir machen tatsächlich nochmal das 8. Ding. 8-2 ist jetzt wahrscheinlich der Sieg. Also bleibt höchstwahrscheinlich so. Oder? Och nee, wieder ist die Flanke zu weit. Oh, wir kriegen wenigstens einen Flammer. Jetzt aber. Ne, der ist schon dicht am Keeper, Leute. Und das war's. Und wir gewinnen 8-2. Und wir. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.